auch laut. Hallo Kinder, wir haben uns schon mal richtig warm gemacht für Kiwi heute. Ich hoffe, ihr seid auch richtig heiß drauf. Es wird auf jeden Fall jede Menge Action geben heute. Ja, wir warten natürlich darauf, dass ihr irgendwann live wieder mit dabei seid und wir mit euch zusammen Action machen können. Aber so lange haben wir für euch wieder was vorbereitet. Natürlich gibt es heute auch tolle Lieder, ein schönes Theaterstück und diesmal wird nicht gebastelt, sondern es gibt ein cooles Experiment. Seid gespannt! Und los! Fingerverrenkungen macht und Licht anhat, dann gibt es interessante Gestalten. Mal sehen, ob ihr rausfindet, was es eigentlich sein soll.
2. Wir wohnen Regenbogengasse 3. Und wenn wir abends eine Runde drehen, dann kann man Dackelbeine wackeln sehen. Mein Dackel Waldemar und ich, wir 2. Wir wohnen Regenbogengasse 3. Und wenn wir abends eine Runde drehen, dann kann man Dackelbeine wackeln sehen. Mein Dackel Waldemar und ich, wir 2. Wir wohnen Regenbogengasse 3. Und wenn wir abends eine Runde drehen, dann kann man Dackelbeine wackeln sehen. Mein Dackel Waldemar und ich, wir 2. Wir wohnen Regenbogengasse 3. Und wenn wir abends eine Runde drehen, dann kann man Dackelbeine wackeln sehen. Dackelbeine wackeln sehen. Wir wohnen Regenbogengasse 3. Und wir abends eine Runde drehen, dann kann man Dackelbeine wackeln sehen. Oh je, Mini! Alles klar, dann haben wir's! Haben wir's! Können wir noch ein Lied machen? Nee. Das hat der Lars Und natürlich kann man mit unserem Schattentheater auch eine interessante Geschichte erzählen und nicht nur Quatsch machen. Und das machen wir jetzt für euch. Wenn Jesus von Gott erzählt hat, dann hat er das oft mit einem Gleichnis gemacht. Mit einer Geschichte. Und die Geschichte, die hat gesagt, so ist Gott. Heute wollen wir euch auch ein Gleichnis erzählen. Hier seht ihr einen Mann. Er ist ein Mann, der Sachen kauft und verkauft. Er ist ein Kaufmann. Er hat eine sehr schöne Jacke und er trägt eine bunte Kette. Die hat er ganz besonders gern. Er hat ein schickes Fahrrad, mit dem er jeden Tag durch die Gegend radelt. Und er wohnt in einem riesigen Haus mit 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerken. Und im Vorgarten, da gibt es sogar einen Fischteich. So gut geht es dem Kaufmann, was er alles hat. Und in dem Fischteich, da gibt es sogar einen Springbrunnen. Wow, ein Springbrunnen. Der Kaufmann hat wirklich alles, was er haben möchte. Er hat 15 Zimmer voller Möbel. Stühle. Betten. Und Tische. Du meine Güte, 15 Zimmer voll. Und er hat 4 Tiefkühltruhen voller Essen. Spaghetti und leckeres Obst. Und er hat 3 Kühlschränke voller leckerer Getränke. Schon ganz kugelrund ist der Kaufmann geworden von dem vielen leckeren Essen und den guten Getränken, die er in seinem Kühlschrank hat. Ach, was geht es mir gut? Nee, Scheiße. Das hat alles so gut geschmeckt. Unter seiner Matratze hat er all das Geld gesammelt, das er verdient hat. Und das ist mehr, als man sich überhaupt vorstellen kann. Abends liegt er im Bett und deckt sich zu und liegt auf all seinem Geld. Der Kaufmann hat wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann. Ach, was geht es mir gut? Eines Tages aber macht er sich auf den Weg in die Stadt. Er bummelt herum in den Straßen und schaut in alle Schaufenster. Und stellt euch vor, da sieht er etwas ganz Besonderes.
Er sieht eine wunderschöne weiße Perle. Schnell läuft er in den Laden und fragt nach dem Preis. Was soll denn diese wunderschöne Perle kosten? Nun, so nur eine Kleinigkeit. Die Kleinigkeit von 1.500.000 Euro. Oha, 1.500.000 Euro? Das ist aber ziemlich viel Geld. Wer soll denn das bezahlen? Hat denn der Kaufmann überhaupt so viel Geld? Oh weh, so teuer, aber auch so schön. Nie zuvor habe ich etwas so Schönes gesehen. Ich muss diese Perle haben. Schnell läuft er nach Hause und schaut unter seine Matratze, wo er sein ganzes Geld aufbewahrt. Nein, das reicht nicht. Oh weh, die schöne Perle. Was mache ich denn jetzt nur? Da hat er eine Idee. Die Perle ist ihm wichtiger als alles andere. Und deshalb verkauft er alles andere, was er hat. Fahrrad verkauft. Springbrunnen verkauft. Meine schönste Muschel verkauft. Silberner Löffel verkauft. Und meine Kette verkauft. Er verkauft seine Tiefkühltruhen, seine Kühlschränke, seine Strohhalme, sogar sein großes Haus und den Fischteich und den Fisch aus dem Fischteich. Das ist doch verrückt, oder? Und das alles nur für eine Perle? Ja, alles nur für eine Perle. Sie ist mir wichtiger als alles andere. Er packt das ganze Geld ein, was sich unter seiner Matratze befindet, und läuft zurück zu dem Geschäft. Ob die Perle wohl noch da ist? Was meint ihr? Der Verkäufer freut sich jedenfalls, dass er wiederkommt. Willkommen zurück. Willst du meine wunderschöne Perle kaufen? Jawohl, das will ich. Und jetzt zählt er all sein Geld auf den Tisch. Und es reicht. Fast. Oh, du hast 50 Euro zu wenig. Ach, weißt du was? Dann nimm doch einfach noch meinen Hut dazu. Hier, dann reicht es, oder? Ja, dann reicht es. Bitte schön, hier ist die wunderschöne Perle. Uiuiui. Da ist sie. Juhu, meine Perle. Ich bin so glücklich. Juhu. Fröhlich hüpft der Kaufmann nach Hause. Der Verkäufer schaut ihm nach und reibt sich die Hände. Na sowas. Hat sich das denn wirklich gelohnt? Alles zu verkaufen für die eine Perle? Eine verrückte Geschichte ist das, die Jesus da erzählt. Warum hat er die wohl erzählt? Könnt ihr euch das vorstellen?
Die Lösung, die kam bei Jesus immer zum Schluss. Mit der Perle, sagt Jesus, ist es wie mit Gott. Es lohnt sich, alles herzugeben, was wir haben, um ein Freund von Gott zu sein, um ihn bei sich zu haben. Denn wenn wir zu Gott gehören, dann haben wir das Allerwichtigste in unserem Leben, was wir haben können. Warum das so ist? Weil unser Leben nur so richtig heil und ganz und rund ist, wenn wir es mit Gott zusammenleben, der unser Leben gemacht hat und der weiß, wie unser Leben gelingen kann. Wenn wir mit Gott durch unser Leben gehen, dann kann unser Leben eine runde Sache sein. So rund wie die Perle, die der Kaufmann gekauft hat. Ich möchte gern noch mit uns zusammen beten. Jesus, danke, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, dass wir erfahren können, was ganz besonders wichtig in unserem Leben ist, dass wir zu Gott gehören, dass wir nicht allein durch unser Leben gehen, sondern dass wir wissen, Gott ist da und es lohnt sich, alles dafür einzusetzen, um zu ihm zu gehören und ihn an unserer Seite zu haben. Bitte lass uns das jeden Tag spüren, dass du da bist und unser Freund bist. Amen. Vorbereitet. Und zwar die Ute hat ein Experiment vorbereitet, was ihr zu Hause auch mitmachen könnt. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen wird. Erzählt uns später davon. Top, es geht los. Hallo liebe Kiwis, jetzt ist Zeit für ein Experiment. Habt ihr Lust? Dann macht mit. Ich habe mir überlegt, wir könnten mal zusammen einen Zauberregenbogen machen. Unser Professor Kiwi, der hat ja schon so viel Blödsinn mit Toilettenpapier gemacht. Jetzt nehmen wir uns mal den Regenbogen vor. Den sieht man ja auch überall und ihr habt bestimmt schon viele tolle Regenbogen gemalt. Unser Zauberregenbogen funktioniert so. Du brauchst dafür 2 Gläser mit Wasser, ein Stück von der Küchenrolle, ein Lineal,
Filzstifte in den Regenbogenfarben und als Ablage nochmal ein Stück Zeitung und ich habe mir da nochmal ein weißes Blatt Papier draufgelegt. So, wenn ihr alle Sachen rausgesucht habt, starten wir. Für meinen Zauberregenbogen falte ich das Küchenpapier einmal in der Mitte. So, dann nehme ich mein Lineal und messe 7 cm auf der einen Seite ab und 7 auf der anderen. Dafür nehme ich meinen ersten roten Stift. Das ist die erste Farbe, die drankommt beim Regenbogen. Also 7 cm. So, auf der anderen Seite auch 7 cm. 7 cm. Und dann male ich mit der ersten Farbe einen Streifen. Die Mitte bleibt weiß. So, erster roter Streifen. Und auf der anderen Seite kommt auch ein roter Streifen hin, der ungefähr genauso dick ist wie der erste. Und auf der anderen Seite malst du jetzt auch einen Regenbogen? Das habe ich schon gemacht, schon vorbereitet, damit du nicht so lange warten musst. So, guck mal hier. Da, so soll es aussehen. Also, hier ist ein Regenbogen, da ist ein Regenbogen und in der Mitte die Fläche ist frei. Jetzt wollen wir nämlich mal zaubern. Was passiert wohl, wenn ich mein Papier mit beiden Enden jeweils in ein Glas Wasser tauche? Hast du eine Idee? Wir schauen es uns einfach an. Ich mache das jetzt mal. Ich stecke das Blatt hier rein. Und auf der anderen Seite auch. So. Ein bisschen näher schieben. Und dann wollen wir mal gucken, ob irgendwas mit den Farben passiert. So. Ah, passiert schon was? Das Papier saugt sich jetzt voll mit dem Wasser. Ah, hier geht das so langsam los. Und auch da drüben, die Farben fangen an zu wandern. Guck mal, wie cool. Muss ich gar nicht malen. Ohne Malen wird die Farbe, die Farbpartikel mit dem Wasser in die Mitte transportiert. Cool, oder? Mal schauen, ob die sich in der Mitte treffen. Und jetzt ist unser Zauberregenbogen fertig. Ich mache die Stifte auf Seite, damit ich das Papier jetzt gleich mal rausnehmen kann. Lege ich es auf die Zeitung. Zum Trocknen. Vorsichtig, ne? Dass nicht der Tisch schmutzig wird. Und da könnt ihr nochmal sehen, wie die Farben von außen in die Mitte gewandert sind. Jetzt ist hinten nicht mehr viel Farbe, die ist jetzt hier dünner. Und in der Mitte sind jetzt die Farben angekommen. Ich habe das schon einmal vorher gemacht. Und schaut mal hier, das ist jetzt, wenn es trocken ist. Da habe ich nämlich das Ganze mit einem Textmarker probiert und das funktioniert nicht. Also, das Experiment funktioniert nur mit richtigen Filzstiften und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Tschüss! Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über mich und über dich. Ja, er hat es versprochen. Immer und überall, immer und überall.
Das war es schon wieder. Das bedeutet für euch und für uns auch, Masken wieder aufziehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.